Und damit zurück bei Chia. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen die Mission gemacht und ich habe dann jetzt erst gesehen, schaut mal, was wir alles noch machen können bzw. müssen. Wir haben hier zum Beispiel so eine Ausdauerfrucht, ihr wisst, ich sammle immer alles gerne und so und das kann uns später nur helfen. Und hier sind so viele Dinge, die wir halt noch machen können. Hier, keine Ahnung, das hier zum Beispiel ein Aussichtspunkt, da wird uns wieder was gezeigt und so. Und ich denke, wir sollten erst einmal die ganze Insel so ein bisschen ablaufen. Einfach dieses herrliche Spiel genießen. Ich finde das super klasse. Kleines Manko, man sieht sich nicht auf der Karte. Ich weiß, dass wir jetzt hier sind. Gehe ich zumindest von aus und ich gehe jetzt über den Fluss rüber zu dieser Ausdauerfrucht. Allerdings muss ich sagen, muss ich auch erstmal diesen Fluss finden. Wir springen natürlich zum Morgen C-A-F-I. Warte mal, aber doch das C-A-F-I. So, genau. Zum Morgengrauen und dann wollen wir mal gucken. Ja, was ich über diesen Fluss komme. Orientierung like a pro, ihr kennt mich. So, wir gehen einmal auf den Berg. Da oben werde ich wahrscheinlich ein bisschen Ausschau halten können. Dass wir hier auf der falschen Seite sind. Gehe ich mal von aus, weil hier fangen diese Berge an. Wir müssen genau in die andere Richtung. Hier. Genau, hier klettern wir nur hoch. Wir müssen da runter. Also, auf geht er. Können wir zum Glück fliegen. Ja, weil das ist nämlich zum Beispiel, jetzt gehe ich Richtung Ausdauerfrucht, dann haben wir auch ein bisschen mehr Ausdauer. Ich hoffe, dass ich das Richtige tue. Ein bisschen orientieren kann nicht schaden. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Ach hier, guck mal, hier ist nämlich das Schild. Da können wir uns wieder orientieren. Orientierungsschild auf der Karte markieren. Wir sind genau da. Siehst du, wir wollen genau darüber. Okay. Auf geht er. Ja, leider ist Musik ausgegangen. Und da unten schwimmt auch immer was im Wasser. Ich weiß nicht, ob das was zu sammeln ist oder ob das so kommt. Okay, das kommt wahrscheinlich so. Gut. Einmal wieder durch das Dorf. Moin, Kinders. So, einmal Richtung Süden. Was laufen wir denn hier? Ja, Süden fast. So. Hier muss jetzt irgendwo eine Insel sein, laut meinen Kartenkenntnissen, die aber nicht hier ist, aber da hinten ist was. Hä, eigentlich sollte hier doch ein Fluss sein, oder? Ich bin doch jetzt hier rüber gegangen, jetzt bin ich schon ganz am Meer. Hm. Okay, wir schauen mal. Auf jeden Fall, auf der Karte wird uns angezeigt, dieses grüne X ist diese Mission, die wir machen müssen. Und das W auch. Hey, keine Gewalt, Kinders, keine Gewalt. So, was ist das? Lecker. Geflochtenes Schmuckstück, seht ihr. Haben wir wieder ein bisschen was gefunden. Zack. Das heißt, in diesem Dorf da oben, wo ich eben war, da vielleicht, wäre dann diese Frucht. Vermute ich mal. Da bilden sich kleine Wölkchen. Ach, ist das schön gemacht. Das ist so süß gemacht, ja. Hier haben wir nochmal Schmuck, glaube ich, ne? So, und jetzt müssen wir eine Ausdauerfrucht finden. Da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Perfekt. Somit haben wir ein bisschen mehr Ausdauer. Dann haben wir 21 Ausdauer. Gut, wir können 58 Ausdauerpunkte finden. Die haben wir jetzt weg. Ich würde tatsächlich hier den hier so runterlaufen. Ist da noch was? Ne, das ist nur unser Boot. Das haben wir schon frei gemacht. Ne, wir laufen nach oben. Wir laufen... Ich weiß nicht, hier oben ist auch wieder noch was, ne? Gut, ich aus ist was. Hier ist ein Lagerfeuer. Ich will zu dem Aussichtspunkt. Ja, komm, wir gehen mal... Da will ich hin. Wir gehen Richtung den Aussichtspunkt. Wir müssen einmal klettern, dass wir dann einmal brüllen können. Ich glaube, dann sehen wir auch ein bisschen mehr, was hier noch so los ist. So. Hallo. Okay, die Frage ist, wie? Können wir einfach da hochlaufen? Genau da ist so eine Schneise.
Ich weiß nicht, ob wir da hochlaufen können. Das sehen wir jetzt gleich. Gut. Sehen wir dann. Ich hoffe, ey. Noch einmal runter in das kleine Dörfchen. Ach, ist das toll. Ist das toll. Sehr, sehr geil. Kann ich eigentlich was mit dem Blümchen machen? Nein. Schade. So, ich hoffe, dass wir jetzt hier hoch können. Ich glaube, dass da oben dieser Qualm oder was das ist. Ich glaube, entweder ist das noch ein nicht benutztes Lagerfeuer. Oder, warte mal, kann ich nicht? Ah, shit, das Tierchen kann ich hier hoch. L1 herausbringen. Ja, das bin ich natürlich auch hier. Shit, aber, nee. Ah, ist zu weit weg. Mist, hätte ich gedacht, können wir, was ist das? Ein Riesengecko. Ah. Okay. Hier, damit. Mit dem kann ich doch hier hochlaufen, aber sowas kommt schon mal ran hier. So, auf geht's. R2 sprinten. Ah, will er nicht. Komm, sprinte. Sprinte. Er will einfach nicht sprinten, warum auch immer. Er will auch selber laufen. So, aber wir haben es geschafft. Bisschen anstrengend, aber wir schaffen das. So, und dann bin ich mal gespannt. Haben wir gleich einen absoluten Überblick von hier oben. Oh, das ist nur das Lagerfeuer, aber das machen wir mal eben frei auf der Karte. Ich weiß jetzt nicht. Ja, guck, jetzt wird uns das auch als Lagerfeuer angezeigt. Schön. Super, dann erkunden wir weiter die Insel. Ein Traum. Oh, guck mal, da hinten ist auch noch so eine kleine Insel. Sieht auch geil aus, dass die in so einem Nebel gehüllt ist oder so, ne? Da waren wir, da sind wir gestartet. Da ist ein Orientierungsschild, das ist schön, da gehen wir direkt hin. Tagebucheintrag. Mein Tagebuch, da. Das ist der Prolog. Aber wo denn? Ach so, da haben wir dann die Aktivitäten, bla bla bla, Orientierungspunkte, Tiere, Pflanzen. Okay, gut, müssen wir jetzt nicht alles lesen. Da ist der Aussichtspunkt da oben. Aber wir gehen einmal zum Orientierungsschild. Ich schwöre, wieso rennt die nicht mehr? So, einmal auf der Karte markieren, sauber, danke. Dann haben wir auch wieder ein Lagerfeuer. So, da oben ist der Punkt. So, Chia, Mäuschen, lauf. Ja, bergauf tut sie sich ein bisschen schwer. So, und dann brüllen wir einmal wie ein Löwe. Los. Sehr geil. Guck, und jetzt tauchen da überall Sachen auf der Karte auf. Und das sind, glaube ich, halt auch Dinge, die wir dann halt machen müssen. Was ist das denn hier? Geflochten, guck mal. Hört das auch noch auf? Da gibt es Geschenke, guck mal. Kosmetikbox kaufen. Ne, kaufen will ich nichts. Statue. Oh, hier kann man so viel sammeln, Leute. Hier ist noch so eine Box. Truhe mit Wertsachen. Belohnung, Kosmetik. Wird freigeschaltet. Gut, da unten machen wir, denke ich mal, wenn wir wieder zurückgehen. Wir sind hier. Da, die will ich auf jeden Fall haben. Da markieren wir uns direkt. Die Ausdauerfrucht, die ist sehr wichtig. Da unten. Geil, kommen wir direkt hier. Ui. Ui, ich glaube, die ist hier. Ja, da ist sie. So. Die nehmen wir direkt. Zack, haben wir wieder einen Ausdauerpunkt mehr. Schön. Und was ist das? Mana-Lager. Verbrenne die Mano und okay, da gehen wir mal hin. Mal gucken, was das ist. Warte mal, auf dem Weg dahin nehmen wir direkt hier so ein Sammelstückchen mit. Natürlich. Wie ich so bin. Oh nein, das ist genau auf der anderen Seite. Kann man von hier nicht da rumfliegen. Schaffen wir das noch da hinten? Bitte, bitte, bitte. Nee, das schaffen wir nicht. Muss noch ein bisschen zum Landen haben. Müssen wir eben Ausdauer wieder auf. Blätter. Oh, die kann auch richtig klettern, wie geil.
Ach, das. Oh, das verbraucht aber Ausdauer. 4, 3, 2, 1, passt. So, scheiße, hätte ich das gewusst. Wäre ich direkt oben rum geblieben, aber ich wollte diese Ausdauerfrucht haben. So, ganz nach oben wieder. Wieder ein Berg hoch. Was nutze nix. Oh, guck mal. Da rollen uns Steine entgegen. Was ist da denn los? Wo kommt der denn her? Was so sein sollte? Ich weiß es nicht. Hä? Ach, da. Das Sammelstück haben wir. Und wir wollen da überhaupt nicht hin, aber... Das nehmen wir natürlich gerne mit. Was ist das denn? Aber guck mal, das ist doch gar nicht da, wo wir markiert haben. Na, egal. Wir gehen weiter runter, dahin. Und dann schauen wir mal weiter. So. Da ist noch wie so ein kleines Lager. Kleine Sammelrunde heute. Das war nur ein Stein. Stoffhaufen. Kann ich hier irgendwas machen? Da unten kann ich irgendwas... Mana-Lager. Mano. Die Mano sind hirnlose Soldaten, die von Mevora aus Stoff gefertigt werden. Benutze Feuer und Explosionen, um sie loszuwerden. Vergewissere dich, dass du die Stoffhaufen anbrennst. Hab ich ja nicht. Kann ich ja noch gar nicht. Okay, das heißt, wir sollten vielleicht doch erstmal die Mission hinten machen. Wir laufen die Richtung. Wir laufen nach hinten zu diesem Punkt da. Und dem müssen wir irgendwas bringen. Oder warte mal, das liegt ja auf dem Weg. Wir gehen nochmal hier hin. So. Ach, ich bin so doof, ne? Ich wollte das hier eben mitnehmen. So, das nehmen wir eben mit. Guck mal, hier ist auch wieder was. Was ist das? Ein Rennen. Geil. Ah, wir können hier so viel machen. Okay, wir laufen in die Richtung. Hüpf. Es ist so cool, auch hier rumzufliegen. So, das heißt, später gibt es auch Kämpfe. Nicht mehr, wo ich sprinte, ne? Aber irgendwie so Orientierungspunkt, sehr gut. Und hier wollte ich irgendwo hin. Ich weiß auch noch nicht, wofür ist das Essen, wenn ich irgendwann mal Energie verliere, kann das sein, dass ich dann essen muss? Oh, ja, mächtigen Hunger, das geht fix. So. Die Taube. So, hier unten, da ist die Frucht. Perfekt. Na siehst du, haben wir schon drei. Ich weiß jetzt nicht, ob nur auf der Insel letztendlich 58 Punkte sind. Oder eben generell. Ich vermute aber nur auf der Insel. Das heißt, wir können uns hier sehr lange aufhalten. Also ich zumindest. So, auf geht er. Es wird schon wieder Nacht. Wir laufen gleich mal bei Nacht. Ich will mal gucken, wie das hier dann bei Nacht aussieht. Schön, wie die Sonne auch untergeht. Vom Baum gelaufen, habt ihr das gesehen? So. Ah, da sind wieder so Gegner. Ich, warte mal. Kann ich den Stein auf die runter? Hier schubsen? Oh, weg mit euch. Weg mit euch! Okay, das hat nicht geklappt. Da unten, da liegt was. Ein Schmuckstück. Sauber, das nehmen wir auch noch mit. Alles, was auf dem Weg ist, nehmen wir so mit. So. Ja, ich denke, wir müssen erstmal so die Anfangsmission machen, anstatt hier nur zu sammeln. Dass wir so einen gewissen Grundausstattung bekommen. Was weiß ich, dass wir uns da zumindest wehren können bei diesen Viechern und so. Und dann können wir immer noch gucken. Ah, oh, sieht das toll aus. Schön, 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 schön. Okay, hopp.
so kommen wir auch gut voran. Das schaffen wir nicht. So, lad mal deine Dings wieder auf. 23 haben wir. Schön. Ich glaube, da ist noch so eine Frucht. Oh, ganz knapp, aber geschafft. Ausdauerfrucht. Yes, sir. Also die werden auf jeden Fall wichtig sein, denke ich. Die werden echt wichtig sein. So. Ach, man kann auch auf die Bäume hier. Guck mal, geil. Das streift da durch. Ach, das ist ein Vogel. Okay. Hier los, Touris oder was? Ja, guck mal, Foto. Multipicture. Hallo. Warte mal, wie war das denn jetzt? Nee, so war das nicht. R2. So, hier. Warte. So. Oder, hier. Was geht? So. Ja. Okay. So, da haben wir das Dorf erreicht, wo wir hin müssen. Da glitzert schon wieder was. Sehr gut. Ein Orientierungspunkt. Machen wir noch einmal. Ja, die anderen verschwinden dann immer. Naja, gut, okay. Aber Orientierungsschild. Verwende dieses Schild. Haben wir doch eben schon. Das wissen wir doch schon. So, hier ist wieder... Achso, ein Schmuckstück. Schmuckstück, Schmuckstück, Schmuckstück. Da blinzelt auch noch was. So. Bell die Wehle. Oh. Was war das? Sag mal, Kinder, seid ihr doof oder was? Oder ist gar kein Kind? Ah, ça fout pas mal. Tu veux savoir, je veux quoi, moi? Du Grab. Je tuerai pour du Grab. J'irai bien chercher moi-même. Mais on va plus à Kuyo à cause des gens de Unami. Ah, oh, on n'a rien contre eux, hein. Mais eux, ils nous détestent. Apporte-moi du crabe et on discutera. Kann man auch freundlich sagen, wenn ein Kind kommt? Weiß ich jetzt nicht so. Hol eine rote Krabbe. Okay, wo ist das denn jetzt? Oh, Jesus. Ja, egal, pass auf, wir laufen dahin zurück und holen uns dann. Erstmal direkt das und dann... Hier ist noch ein Lagerfeuer, guck mal. Das machen wir uns erstmal klar hier. Wenn mir dann irgendwann mal mein Dingens wieder angezeigt wird. Da ist Essen. Was ist denn hier das Lagerfeuer? Und da hinten leuchtet auch noch was. Das Lagerfeuer... Ja, das ist sowieso auf der anderen Seite des... Lust, da ist das Lagerfeuer. Ich weiß nicht, da hinten leuchtet noch was, da will ich erst hin. So. Damit kriegen sie mich ja immer getriggert, ne, wenn was leuchtet. Da muss ich sofort hin. So, auf zum Lagerfeuer. Rumlauferei am Anfang, weil ich denke, dass wir werden nachher bestimmt noch irgendwas kriegen, dass wir uns schneller fortbewegen können oder irgendeine Kraft, dass wir uns ein bisschen schneller fortbewegen können. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. So, das haben wir und jetzt wollte ich zu dieser Frucht. Dann kommen wir auf die Insel, machen wir auch direkt Chlor und dann machen wir das Rennen direkt mit, dann haben wir die Insel direkt klar. Aber wieso wird mir mein Radar da unten nicht mehr angezeigt? Hallo? Ah, jetzt. Okay. Wo ist der Sonnenaufgang? Nebelig ab morgens. Nebelig, nebelig. So eine Krabbe. Wieso sagt die mir nicht einfach, hey, kannst du mir vielleicht... Oh, was ist da denn? Wieso kannst du mir nicht einfach sagen, so, hey, du möchtest was von mir, im Gegenzug will ich vielleicht von dir, dass du mir eine Krabbe holst. Wäre echt cool, wenn du die holen könntest, so. Die soll ich zerstören, aber ich kann nicht, ich kann ja noch nicht. Noch kann ich nicht hauen oder mich wehren oder sonstiges. Aber wir arbeiten dran. Wir haben schon 24 Ausdauer.
Da geht die Sonne auf. Ach, was moi. So, allzu weit kann das jetzt nicht mehr sein. Oh, jetzt sind wir bei der Statue. Jetzt kommen wir hier an dem Fluss. Müsste hier gleich irgendwo ein Fluss noch kommen. Da. Und dann sind wir schon fast da. So, wir fliegen. Mal ein Stück weiter fliegen. Das ist. Kommen wir immer schneller voran. Ich glaube, da hinten ist das. Guck mal, da ist so was Rotes hinten rechts. Okay, auf geht's. Hoffentlich sind hier keine Viechers im Wasser. Okay, hier ist es jetzt nicht so schön, einfach so ein leerer Fluss. Aber im Meer, das sah schon toll aus, ne? Da ist das Rennen, wo ich hin will. Wir schauen uns mal das Rennen an, was wir hier machen müssen. Rennen starten. Oh, damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Scheiße. Ja, komm, das ist noch gut. Ach, wir sind angeeckt. Nicht schlimm. Hat uns kaum was gekostet. Boah, das passt. So, Vollgas, Chia, Vollgas. Hol den Steinchen. Links. Ja. So. So, siehst du, Mann, wie lange geht's so? Ah, 15 Tore. Ich hoffe, ich bin dann in der Zeit. Ich habe jetzt keine Zeitvorgabe bekommen. Muss ich hier den Weg fahren oder hätte ich hier auch abkürzen können? Das ist eine gute Frage. Vorgekriegt. Link. Ja, nein. Nein, wir haben das letzte Tor verpasst, ey. Oh, ist das ärgerlich. Jetzt verpassen wir es wieder, wa? Yes, wir verpassen es wieder. Okay, wir haben es verkackt. Wir haben es einfach verkackt. So ein Scheiß. Oh, das letzte Tor, ja. Naja, okay, wir haben trotzdem noch Silber gekriegt. Wie jetzt? Oh, jetzt muss ich von hier wieder... Oh, Scheiße. Jetzt muss ich von hier... den ganzen Weg zurücklaufen. Oh, das ist ärgerlich. Da ist ein Lagerfeuer. Ach, hier waren wir auch schon mal. Ja, gut. Lagerfeuer freigeschaltet. Ah, Leute, da müssen wir nochmal zurücklaufen. Das nutzt nichts. Ich habe ja mein Floß da so geil hingestellt. Wir hätten auch zurückfahren können, aber... Kann ich das irgendwie wieder aufs Wasser schieben? Nee. Scheiße. Ach, warte mal, schubsen. Ah. Nee. Ja, nochmal, Mädchen. Super. So, hopp. Ja, passt, Mädchen. So, genau. Nein. Steuer und los. Erstmal in die Richtung. Wieder zurück, wo wir hergekommen sind, ne? So. Okay, die Steuerung ist ein bisschen tricky. Da gibt man Schubpakete. So, schnell wieder ans Steuer. Und einfach den Fluss wieder hoch bis zu dieser Insel. Das nutzt ja nichts, wir brauchen das Krabbenfleisch. So, einmal wieder zurück. Im dicksten Regen. So, scheiße. Haben wir einfach das scheiß letzte Tor direkt einfach mehrfach verpasst. Guck mal, da ist auch ein Warnschild. Achso, hier, wegen den Steinen. Link. Nochmal. Uiuiui. So. Genau, einmal hier durch und ich glaube, dann sind wir schon da. Eine relativ moderne Brücke. Guck mal, habe ich gerade gar nicht gesehen, als wir hier durchgefahren sind. Das Wasser sieht auch, ich finde dieses grüne Wasser so schön, ne? So. Ich glaube, hier vorne war das, oder? Ja, hier war das jetzt gleich. Genau. Anker werfen. Wunderbar. Prima. Oh, so Mangrovensumpf hier. Schön.
Was war das für ein Vieh? Was bist du denn für ein? Was bist du? Hier, eine rote Krabbe. Ah, ich kann auch Leute kneifen, guck mal. Sehr geil. Okay. Okay, um die zu erkunden, muss ich anscheinend immer in den rein. Nehmen die mich auch? Bitte nicht. So. Und dann nehmen wir natürlich das mit. Nutzt nichts, dann machen wir einmal den Bogen, weil dann müssen wir auch nicht mehr hier hin. Und dann holen wir uns die Krabbe. So groß ist die Insel ja hier zum Glück nicht. Barfuß würde ich ja jetzt nicht so hier lang gehen. Der wäre jetzt nicht so meins. So groß ist die Insel jetzt hier nicht, sagte er und läuft durch den dicksten Sumpf. Mama mia. Was ist das? Achso, das ist dieses Schmuckstück. So, und dann haben wir noch ein Schmuckstück, ne? Ja, guck, dann nehmen wir das auch noch mit. Und dann, haben wir alles hier sammelt hier auf der kleinen Insel. Da muss ich hier, oh, da muss ich hier schon mal nicht mehr hin. Hä? Wieso hat sich der Stein da gerade bewegt? Aber manchmal ist es echt komisch, ne? Eben ist auch einfach der Stein da runtergerollt. So, hier ist jetzt gleich, ist das auch wieder so ein Schrein? Ja. Süß hier mit der kleinen Brücke. So. Okay, und jetzt holen wir uns, ist das angezeigt? Ja, guck mal, das ist auch angezeigt, das brauche ich mir nicht markieren. Ich weiß jetzt nicht, ob Boot letztendlich Nebenmissionen sind oder nicht. Oh, hier ist die Krabbe irgendwo. Hier muss es irgendwo sein, aber... Aber wie? Muss ich hier mit... Aber wie? Krabbenkäfig. Kann ich den hier so... Rein da! Also aufheben kann ich ihn nicht, aber... Den zumindest ins Wasser schubsen, so. Da ist doch was. Oh. Komm, wir lassen den im... Oh, jetzt habe ich den eingepackt. Mein Inventar war... Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Ja, moin. Da, ich will den Fisch wieder freilassen. So. Ach, egal. Scheiß drauf. Ich verstehe nicht, warum ich die Krabbe nicht kriege. Das ist ein bisschen doof. Mal sie genau hier irgendwie sein sollte. Vielleicht ist sie nur nachts da? Ich weiß es nicht. Kann ich die irgendwie von hier beobachten? Aber ich sehe auch keine Krabbe. Ich hatte ja eben so eine rote Krabbe. Da ist auch nichts. So, müsste jetzt direkt da vor mir sein. Ui. Ich sehe keine Krabbe. Verdammte Axt. Ach, ist das ärgerlich. Jetzt sind wir extra hier hingerannt und dann können wir das wahrscheinlich auch erst später machen. Gehe ich jetzt mal von aus. Nun gut. Dann, okay. Gehe ich mit euch in der nächsten Folge hier oben hin. Ich werde derweil die Insel so ein bisschen hier die Aussichtspunkte machen und sowas alles. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann stelle ich mich davor oben. Und dann machen wir die Mission weiter. Ich werde derweil hier alles abgrasen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Lasst mir eine Bewertung da. In diesem Sinne, haut ihr rein. Ciao und tschüss.